Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Schoki Banuki Daily, eurer täglichen Portion. Angeberwissen, ja. Das war mein Einsatz, gell? Ja. Gerade so gekriegt, ne? Ja. Ich bin der Sascha und das ist der Pujan und wir reden heute über den 29. Juni. Und der 29. Juni hat auch ein Geburtstagskind, ein berühmtes, und das wäre... Don Rosa. Wer? Don Rosa, kennst du nicht? Hat nichts mit der Farbe zu tun. Don Rosa ist, eigentlich heißt er Keno Don Hugo Rosa. Zeig doch mal. Und er ist, ach, da ist er. Und er ist einer der populärsten US-amerikanischen Comiczeichner und Comicautoren. Er hat nämlich sozusagen ein Vorbild gehabt, Karl Barks. Derjenige, so, oder einige wissen es vielleicht, Karl Barks war der ursprüngliche Zeichner von Donald Duck. Ach so, ja. Disney, und hat auch ganz viele andere Sachen gemacht. Dick, Trick und Track. Und dick. Dick. Dick, dick und noch dicker. Ja, dick, fett und Sascha. Ja. Und genau. Und Don Rosa, der hat eine ganze Menge Comics gezeichnet für Disney rund um Dagobert Duck. Und ja, er wurde am 29. Juni 1951 in Louisville, Kentucky. Da musste ein bisschen in Kentucky runter. Hat er auch Popeye gezeichnet? Nein. Sieht nämlich gerade so ein bisschen so aus. Olli! Ja. Am 29. Juni 2003, da hat der spanische Verein RCD Mallorca das erste Mal den spanischen Pokal gewonnen. Wofür steht denn RCD? RCD bedeutet Rammelclub Deutschland. Das ist auf jeden Mallorca. Fall eine Abkürzung. Steht das die für Deutschland? Weil in Malle sind ja die meisten. Nein? Auf jeden Fall RCD hier, ole ole. Richtig? Warst du eigentlich schon mal beim Tapas-Stierkampf? Tapas? Ja. Wo mit den Spießen in die Tapas rein? Vergiss. Ja. So, am heutigen Tag, 1995, der Deutsche Bundestag verabschiedet mit einer Zweidrittelmehrheit ein neues Abtreibungsgesetz. Leider zu spät, Sascha ist vorher schon auf die Welt gekommen, das einen Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 3 Monate für jeden Fall zulässt, indem sich die Schwangere vorher beraten ließ. Was bedeutet... Macht man da Witze? Über dich? Jederzeit. Also über mich, ja, okay. Da habe ich kein Problem mit. Ach, da wurde ein Leben ausradiert. Das ist... Auf der anderen Seite, wie stehst du eigentlich zur Überbevölkerung auf der Erde? Wir sind jetzt 7,x Milliarden. Oder sind wir schon mehr? Ich weiß es nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die ganzen Kinder fressen mir die Haare vom Kopf. Irgendwann sieht man gar nicht. Ja, ich kenne mich auch nach vorne. Ja. Am 29. Juni 1976 hat Großbritannien die Seychellen in die Unabhängigkeit entlassen. Die Seychellen oder nicht Seychellen? Das ist hier die Frage. Du meinst die Seychellen? Seychellen. In die Unabhängigkeit? In die Unabhängigkeit, die waren dann unabhängig. Seit diesem Tag, seit 1976 sind die unabhängig, vorher war es britisch. Und seitdem treiben die so im Ozean rum. Ja, 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 haben sie, wir wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Irgendwie so. Hey, sehen Sie doch mal hier in die Schellen hier. Sei auch mal da. Ja, das war wieder, ach komm, das ist doch bei dir im Garten. Was hast du für ein Bild genommen? Seychellen. Ja, das war wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir sehen uns morgen wieder am 30. Juni wieder ohne reinschalten. Ohne Pujan. Ja, ja, ohne Pujan. Ja. Godfather of Schoki Banuki ist dann morgen nicht da. Wir sehen uns. Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.